Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge vom Minecraft Modpack A New Beginning. Und wenn dir das Video gefällt und du das generell feierst, dann zeig mir das doch gern mit einem Däumchen nach oben. Und ja, in der letzten Folge haben wir hier die Mauer angefangen. Ich habe sie jetzt offline noch fertig gemacht und habe hier die ganze Area, das ganze Gebiet hier noch mit ausgefackelt. Der Haken ist bei Fackeln. Die Fackeln hier, schaut so, wenn ich rangehe, sie machen mich heiß. Sie erhitzen mich und das ist nicht ganz so günstig. Und was spawnt denn hier? Verschiedene Tiere. Aha. Was bist du denn? Ein Hobglubin? Keine Ahnung, was wir mit dem machen. Auf alle Fälle brauche ich Kühe. Die Kühe züchten wir gleich, indem wir uns ein bisschen Getreide holen. Weil, ne, ihr seht hier, mein erster Rucksack fürs Wasser ist schon kaputt. Und der zweite ist schon auf 63%. So, jetzt haben wir erstmal genug. Füttern damit die Kühe. So, wir vermehren unsere Kühe. Habt euch lieb. Und ihr zwei dürft euch auch lieb haben. Oh. Ja, und da kommt eine kleine Mini-Kuh raus. So, hier bräuchte ich Möhren, um die Schweine zu züchten. Allerdings müssten die dann zusammen in einem Raum sein. Das könnte man eigentlich machen. Weil ob die jetzt getrennt sind oder nicht, bringt ja nichts, ne? So, dann machen wir das mal hier drinnen weg. Schauen wir mal, was wir rauskriegen. 3-3-3. 3-3-4. Noch besser. Hier haben wir einen 5. Okay. Nehmen wir die beiden. Links und rechts. In der Mitte den. Allerdings mache ich gleich mal noch eine Kiste, die man dann... Ich habe keine dabei. So, in die Kiste können wir dann immer die Nahrung oder die Möhren und das Getreide reintun. Und dann haben wir immer was hier. So, Beinchen. Bin schon wieder am Sterben. Ich habe keine Ahnung wieso. Bisschen Weizen mitnehmen. Das werden wir, glaube ich, auch immer automatisieren. Hat sich hier was Neues entwickelt? Gerstensamen. Erdnuss. Gut. Gut, das räumen wir noch hier rein. Ich glaube, ich hatte das unten. Okay. Also alle Samen, die ich hier unten rein hau, die werden hier einsortiert. Natürlich nur, wenn ich entsprechend für die Samen schon eine Kiste habe. So. Ich kann natürlich jetzt das Crafting Book in die Hand nehmen, aber das bringt mir ja nicht so viel. Wir haben diese Suppe.
Das, die Tomaten. Löschelchen. Das. Und die Brühe machen. Gut. Gar nicht mal so schlecht. Man noch. Gut, Möhrensaft, Melonensaft können wir machen, klar. Also es wird, glaube ich, Zeit, dass wir hier uns den Crafting Table machen. Ja. Aber ich würde eh sagen, wir schauen uns mal das Buch an. Wir haben nämlich hier noch eine ungeklemmte Quest. Und zwar für den Lava-Generator. Und das heißt, wir bekommen jetzt die Tonne. Geil. So, und was machen wir? Wir setzen einfach die Tonne hierher. Und schon wird es leer. Weil natürlich hier in die Tonne wieder was reingeht. Und das hier, das lassen wir noch. Das kann man ja dann später noch als Vorrat nehmen oder Alternative, wie auch immer. Gut, dann schauen wir mal weiter ins Questbuch. Hier ist noch was. Einen Spitzhackenkopf aus Eisen machen. Eisen haben wir da. Das müssen wir in der Schmelze machen. Wir haben ja die Vorlage, die legen wir jetzt hier rein. So. Und ich glaube, mit drei Eisen sollte man hinkommen. So, und schon haben wir Eisen drin. Hier draufklicken, das sollte reichen, oder? Ja. Yeah. Und wir kriegen dann den dazu. Den legen wir aber erstmal hier rein. Ist dafür keine Verwendung groß. Weil wir haben ja unsere Spitzhacke schon abgegradet. So, schauen, wo unsere Spitzhacke ist. So, und das hier funktioniert ja super, also sofern wir was reinschmeißen. Wir holen uns jetzt am besten noch ein bisschen mit dem Hammer Dust und sieben den Dust durch, weil da kriegt man Redstone und können dann unsere... Hey. Freunde, was macht ihr hier unten? Gut. Ja, so ganz ausgeleuchtet ist es halt hier auch noch nicht. Wir haben einen Stack zusammen. Wir haben schon wieder über 100 Grad Fahrenheit. So. Rein mit dir. Kann man natürlich auch einen Trichter noch drauf setzen. Wie schaut es denn aus? Wir haben ja schon. Oh, Enderperlen. Kann man da gar nicht reintun. Das rein. Schön. Erze. Werden schön rausgefiltert. Ja, okay, von Kies werden sie rausgefiltert, ne? Man müsste im Prinzip jetzt hier noch den zweiten Filter ranmachen, wo er dann
die ganzen vom Dust rausnimmt. Könnte man eigentlich auch machen, ne? Also noch einen zweiten Filter. Vier Redstone, Fahrten, vier Stecken. Fahrten haben wir drin. Fahrten in die Mitte, Redstone in die Ecken. Ah, das ist der Filter. Wie viele Plätze haben wir da? Und der Advanced Filter. Brauchen wir einfach noch vier Lapis. Welchen Filter haben wir eigentlich hier drin? Den normalen. Filterprogramm Item Excel. Oh, Dictionary. Können wir den jetzt hier rein tun? Hier kann man eingeben, welche. Ah, Ord Dictionary Dust, okay. Das ist aber doch aus Dust. Warum zieht er das nicht rüber? Ord Dictionary Dust. Ich mache mich mal schnell schlau und bin ich gleich zurück. Ja, haben wir schnell was gegessen und nachgeschaut. Und zwar, wir nehmen den Filter nochmal. Und zwar brauchen wir, Moment, wo haben wir es? Ohr Dictionary, also alles, was mit Ohr beginnt. Tinohr, ne, Ohr, also alles was mit Ohr, da brauchen wir also quasi Ohr, Dick, Ohr. Stack Size, Ohr, Dick, Ohr, das brauchen wir. Genau, und jetzt muss uns die mit rausziehen, die kleinen. Used by placing in a transfer node, upgrade slot or inside an item filter. Ah, verstehe. Ja, also. Transfer Node Item Upgrade Slot ist hier unten rein. Or inside an Item Filter. Also man kann es auch direkt in einen Item Filter reinlegen. Habe ich ja gemacht. Aber er zieht nichts raus. Merkwürdig.
Aber dann schmeißen wir von Hand rein. So, wichtig ist, dass das Redstone hochkommt. Sich ansammelt. Aber da sind wir jetzt schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich freue mich, dass du mit dabei warst. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Tschüssikowski. Ciao.